Ach, hier konnte ich mich reinschleichen wahrscheinlich, ne? Unauffällig mit Depulso natürlich. Schloss Kleckmar. Ja, war gar nicht so schlimm, ne? So, da ist noch was. Da liegt auch noch was. Und da oben auch noch. Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Alles gut. Du hast doch hier schon fast alles abgemurkst. Na, willst du auch noch? Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. So, jetzt müssen wir noch Glockenspiel spielen. Vermutlich von hier. Müssen wir aber gleich erstmal auf die Karte gucken, ne? Auf die Karte, so, pass auf. Auf die Karte. Die Karte. War das? Ansehen. Ja, ist. Ja, super süß, Matthias. Okay, ich kapiere das noch nicht so ganz. Ich soll diese Melodie da spielen. Also müsste ich machen. Oh Gott, wie soll ich mir das merken, Alter? Warte, da mache ich mal ein Foto von. So. Ich habe leider nicht so viel Ahnung von Noten. Aber ich müsste, glaube ich, mit dem anfangen. Dann kommt 1, 2, der dritte. 1, 2, 3. Müsste dann 1, 2, 3 sein. Der. Dann der zweite. Dann kommt der erste, zweite dazwischen. Müsste dann der sein. Bei dem weiß ich es ehrlich gesagt nicht. 1, 2, 3. Müsste dann wieder der sein. Dann der Ohre ganz oben. Dann der. Und dann der. Das war's. Cool. Aha, ein Schatz. Ja, 400. 400 Geld, die wir nicht brauchen. Super, 400 Geld. Gut, haben wir gemacht, die Scheiße. Müssen wir zurück zu Hayupai. Oh nein. Ach, kein Flohpulver. Leck mich doch fett. Dann müssen wir den erstmal activaten. Machen wir das mal. Hier sollte ich mich lieber nicht erwischen lassen. Ja, ja, ja. Mal loco. Da ist auch wieder so ein toter Drache. Da ist irgendein Eingang. Eine Höhle. Aber verschlossen. Rebellion. So, was du wie hier noch so? Das ist noch so ein Irrgarten. Haben die uns eigentlich irgendwas gebracht, diese Irrgärten? Kann ich den von außen aktivieren? Nicht?
Ach so, das war gar nicht so eine Truhe. Die Hürde ist abgebrannt. Was ist er für einer? Ein komischer Vogel ist er. Er ist ein komischer Vogel. Haben Sie Neuigkeiten über Sylvanus Selwyn gehört? Ich habe mich um Selwyn gekümmert. Sie haben Selwyn besiegt? Bei Merlins Bad. Ein Schüler hat einen von Rookwoods Schergen zu Fall gebracht. Dann gehört dieses Kopfgeld dann, wohl ihm. Ja, dann gehst du sicherlich gleich schlafen. Morgen Schule und der Ausbilder ist weg. Wer macht dann den Unterricht? Ihr selber oder eine Vertretung? Ich vermute eine Vertretung, weil ihr selber wäre unwahrscheinlich. Ja, dann denke ich mal, wirst du sicherlich gleich ins Bettchen gehen. Dann wünsche ich dir mal eine gute Nacht, schlaf gut und bis die Tage, ne? Was für eine miese Ratte. Ach, weiß keiner. Cool. Keine Ehre. Sie sind schlimmer als die Erschwinderinnen. Gut, ich kann Ihnen mehr geben, aber damit sind wir fertig. Es ist Zeit, dass in Crackcroft Frieden einkehrt. Ja, dann lass dich überraschen. Nehmen Sie Ihr Geld und verschwinden Sie. Vielleicht sollt ihr auch morgen arbeiten gehen, das hat dir nur keiner gesagt, weil dann keine Schule ist. Aber ich will Ihr Gesicht nicht mehr in Crackcroft sehen. So, komm, wir flattern mal schnell zu dem Labyrintho. Wenn ich das jetzt nochmal wiederfinde. War es nicht hier vorne irgendwo? Oder hier? Woher, wo waren das? Noch hier oder nicht? Das sollte ich untersuchen. Das war doch gerade noch hier, oder bin ich doof? Faszinierend. Oder haben wir das schon gemacht und das wurde nur gerade fälschlicherweise angezeigt? Dies ist auch möglich. Oder war das da drüben? Nee, da drüben war das nicht. Nö, es ist weg. Auch gut. Dann haben wir jetzt ja nicht mehr so viel zu erledigen. Nämlich nur noch Feuer und Sünde. Triff Poppy Schwitting. Das muck wie, wa? Treffen wir mal die gute alte Poppy hier. Karte von Hogwarts? Oh, jetzt ist... Oh, okay. Dann treffen wir die gute Poppy doch noch nicht. Sondern wir machen das letzte Akio-Duell. Dann machen wir mal das letzte Akio-Duell. Vermutlich. Hoffe ich. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe Akio schon wieder von meinem Zauberdings weggelegt, ne? Egal, so, warte. Halt. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Knopf aus Falschus. Erstmal speichern. Speichern und speichern. So. Grace Pinch Smedley. Hallo, Grace. Was machst du hier? Schön, dich zu sehen. Danke nochmal für deine Hilfe am See. Ich bin ziemlich gut im Akio-Duell und warte auf meinen nächsten Gegner. Ich nehme an, das bist du. Sieht so aus. Fangen wir an. Ich bin bereit. Mal sehen, was in dir steckt. Oha. Oh, okay. Na, das wird aber interessant. Wo ist es denn da? Nein. Besser ist auch. Das hast
gesehen. Doch, hab ich gesehen. Kann ich das mal hinkriegen? Nee. Macht aber nichts. Ich hab. Beeindruckend. Guten Vorsprung. Wenn sie jetzt nicht gerade die 100 macht. Nee, macht sie nicht. Damit habe ich schon gewonnen, ne? Ja. Tja, so bemerkenswert bist du dann wohl doch nicht. Das ist bemerkenswert. Offenbar bin ich besiegt. Nein, nicht besiegt. Du bist vernichtend geschlagen worden. Vernichtend. Gut gemacht. Tauchen, Akio-Duelle. Es gibt wohl nichts, das du nicht kannst. Das war doch gar nichts. Du bist wirklich unerträglich. Mich hast du geschlagen, aber dein nächster Gegner wird dich schon zurechtstutzen. Und ich freue mich darauf. Wie viele denn noch, Alter? Muss ich gegen die ganze Schule antreten oder was? Oder ist als letztes noch Dumbledore dran oder was ist hier los? Oder Voldemort bzw. Tom Riddle? Leute, holt mal Luft jetzt hier. Was soll denn das? So, ich gucke jetzt noch einmal schnell die Karte durch. Auf Quests, aber es dürfte, glaube ich, nichts mehr offen sein. Und nichts mehr zu sehen sein. Außer diese eine, die wir noch haben. Hier ist sonst auch nichts weiter. Nee. Können wir von hier aus, glaube ich, losflattern. Ich speichere auch gleich nochmal. Wenn mich das Spiel lässt. Ich hoffe. Ganz schnell. Damit wir das nicht nochmal machen müssen. Weil das war jetzt schon... Oh, ja. Talent würde ich es nicht nennen. Auf alle Fälle sehr viel Schwein gehabt. Oh, war ich auf der Plattform schon? Ja. Ich finde es gut, dass die gar nicht angezeigt werden, diese Plattform. Haben wir noch irgendwas anderes Wichtiges vielleicht? Sieht nicht so aus. Nö. Dann mal los. Geht es Wolkenschwinge gut? Nati hat mir erzählt, was passiert ist. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Versprochen. Mach dir keine Sorgen, Poppy. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest etwas Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich glaube nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie ging nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Keine Sorge, Poppy. Wenn ich deine Oma je treffe, erwähne ich das hier nicht. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier lang. Feuer und Sünde.
Oder Mantau. Oh, da. Revelio. Okay, wir werden uns gar nichts angezeigt. Die sind also nicht böse. Ein Centaur. Nein. Sei vorsichtig. Drei. Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Wir sind nicht auf Ihrer Seite. Im Gegenteil, wir wollen Sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum hat er geglaubt, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Cool. Gleich gerade zwei komische Bots im Chat gehabt. Zeitgleich. Wanna become famous? Nein. Nein, will ich nicht. Danke. Okay, meine Ruhe. Oh. Revelio. Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Vielleicht ist ja auch was im Wasser. Hier ist übrigens keiner, ne? Nur mal so. Wie seltsam. Was meinst du? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Revelio. Also ich würde erstmal gerne die Kiste haben. Egal, ob mich so ein Sumpfkrattler angreift oder nicht. Den mache ich halt auch weg. Haben Sie Ihre Käfige nicht mitgenommen? Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Pelze. Arme Tierwesen. Revelio. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Poppy. Poppy, Shop Message. Irgendwas Interessantes? Hier waren Wilderer, eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Es wurde von Kobolden gefertigt. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ja, gib Gummi. Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Vielleicht. Hey, da unten. Den Phönix, den Rockwood sucht? Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung oder weniger diskret? Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Immer krieg ich die langweiligen Aufgaben. Die suchen bestimmt den Phönix. Den Phönix. Deswegen arbeiten die mit den Wilderern zusammen. Also ich bin für weniger diskret. Ich finde, wir machen die einfach alle platt. Das haben die verdient, die dummen Schweine. Jo, mein, jetzt bin ich aber echt sauer hier, gell? So richtig sauer bin ich hier. Irgendwann wirst du kämpfen. Das war's.
Hier, Fassus, Fangus, Aufus. Bei Merlin. Rebellion. Mein Liebe, machen hier den Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Tja, finden wir es raus. Ja, aber jetzt muss ich erstmal. Ich habe gerade eine Brücke zerstört, die muss ich jetzt erstmal wieder Reparation machen. Ich habe natürlich kein Reparation ausgerüstet. Repar. Wir haben ja das Gefühl, Crucio lohnt sich eher bei starken Gegnern. Und nicht bei so schwachen. Wie hieß denn der Kobold nochmal, der Oberkobold? Aber ich habe seinen Namen vergessen. Oh, wieder rein in die gute Stube. Was bei Merlins Bart? Ein Drache? Sind das Drachen? Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Oh, eine sehr gute Idee. Okay, aber an den da komme ich ja eh nicht vorbei. Ich glaube, ich habe was gehört. Hm. Was hat Victor sich dabei gedacht? Amicus Totalus. Revelio. So, na klar. Revelio. Kobolde? Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile umgebracht? Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdolcht ist, dann habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich will. Es widert mich an, an ihrer Seite zu arbeiten. Wie erträgt Renrock es bloß in Rockwoods Nähe? Amicus Totalus. Gerne. Milchreis. Ah, hier. Futter. Vor Monaten eine Brosche hat. Hast du die Kobolde gehört? Renrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist.
greifen wir ihr unter die Flügel. Na dann, aufs Maul. Rebellion. Sieh, wir haben ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Vielleicht gehst du noch ein bisschen langsamer hier durch. Ich habe das Gefühl, der Kampf wird sehr schwer mit dem Powertrinken. Alohomora. Den sammeln wir mal das Ei ein, gell? Das ist bestimmt ein Phönix-Ei. Gut, ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Ja, ja. Dann nutzen wir sie. Das reicht ja. Vorsicht! Red Rock ist an uns versehen! Oh, hier sind noch mehr. Du, dich suchen wir doch. Und du hast eine Freundin dabei. Ja, lass wohl doch mehr kommen. Mir doch wurscht. Ach, Mann. Akio. Ziel auf den Ring vorne an ihrem Geschirr. Excellium. Confringo. Ja, womit? Akio. Befreie den Drachen. Ich mal fragen, womit? Genügend Kraft an dem Öffnungsmechanismus ziehen. Habe ich gerade drei.